Was hat dich sonst Sarmatien bewogen, dass du vor deinen Königsthron den sächsischen Piast des großen August Würgensohn hast allen anderen fürgezogen? Nicht nur der Glanz durchlaucht erhaben, nicht seine Ländermacht, nein, sondern seine Tugendpracht riss alle deiner Untertanen und so verschiedene Völker sind, mehr ihn allein und seines Stammes Glanz und angeerbten Schein fußfällig anzubeten hin. Zwar Neid und Eifersucht, die leider oft das Gold der Kronen noch weniger als Blei und Eisen schonen, sind noch ergrimmt auf dich, o großer König, und haben deinem Wohl geflucht. Jedoch ihr Fluch verwandelt sich in Siegen, und ihre Wut ist wahrlich viel zu wenig, ein Glück, das auf Felsen ruht, im Winsten zu bewegen. Haselnuss, verwegener Schwamm, Haselnuss, Haselnuss.
mein eigenes Eingeweih.